Aufgrund der seit Wochen anhaltenden Hitze und Trockenheit bittet die Universitätsstadt Tübingen die Bürger, auf offenes Feuer im Freien zu verzichten. Nachdem bereits seit einiger Zeit die öffentlichen Grillplätze gesperrt sind, appelliert die Stadtverwaltung, nun auch auf offenes Feuer im eigenen Garten oder Balkon zu verzichten. Denn der Wind könnte das Feuer wegtragen und das trockene Gras entzünden. Auch von weggeworfenen Zigaretten geht eine große Brandgefahr aus.